Hallo Pax, hallo Fox and the Kevin, herzlich willkommen bei Dieter Heindorf auf FXX Videos, HD Videos. Unser heutiges Thema ist ehemalige Flugzeuge der Bundesluftwaffe, also aus ihrer Erstausstattung aus den 50er Jahren. Wir fliegen heute die Noratlas, die gerammen Albatros der Marine, die Pembroke als Verbindungsmaschine, als zweite Transportmaschine und viertes Flugzeug fliegt die DC-3 mit, besser bekannt auch als C-47 in der militärischen Ausführung. Die Engländer landen sie Dakota. Hallo Max, we go airborne. Okay, wir sind alle vier airborne, alles hat geklappt. Wir gehen in Steigflug und reichen dann Cruisinghöhe und werden uns dann finden. Wir fliegen unter VFR-Bedingungen, also nach Sichtflugregeln. Lead macht den Leithammel und fliegt vorweg. Natürlich weiß jeder Bescheid, wo es hingeht. Das Wetter, ja, wir haben eine Kaltfront in der Nähe. Das heißt, es könnte ändern. Der Flugplatz, wenn wir anfliegen wollen, meldet Regen. Aber Sichtweiten normal. Unterwegs wird es ein paar Mal kräftig rappeln. Das kommt daher, da wir direkt über der Küste fliegen. Und da Wasser und Land unterschiedliche Temperaturen haben, vor allen Dingen abends, führt das eben zu Aufwinden und bockigem Verhalten der Maschinen. Mit der DC-3 fliege ich erst in Reihe. Ändere dann meinen Formationsflug, gehe in die Mitte. Wir fliegen dann also einen Diamond. So, Pax, dann wollen wir mal den Flug etwas genießen. So, wie abgesprochen, verändert die Pembroke vor mir links jetzt ihre Position und geht nach rechts rüber. Dann ziehe ich vor und lasse eine Lücke. Man nennt diese Formation auch Lost Man. Diese Formation wird sehr häufig in den USA bei Flugschauen geflogen und sie demonstriert den gefallenen Kameraden und erinnert daran. Wir haben dann also auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, je nachdem, eine Lücke im Winkel.
geflogen, die Formation Missing Man mit 2B29 und 2B25 in Oshkosh 2017. Dabei verlässt eine B29 ihre Position und die Lücke bleibt offen. Sie symbolisiert den Kameraden, den gefallenen oder vermissten Kameraden. Dazu dann als Begleitmusik den Zapfenstreich. Es ist immer irgendwie ergreifend, ja. Fordert die Landefreigabe und bekommt sie auch, und wir haben die richtige Windrichtung, so dass wir direkt anfliegen können. Deswegen lasse ich mich jetzt langsam zurückfallen und Lead kurft dann ein, beginnt mit dem Peel Up und wir beginnen Fahrwerk und Landeklappen auszufahren. Wie sagt der Engländer so schön, undercarriage. Die Armee sagt immer Gear and Flaps down. Das Wetter macht keine Schwierigkeiten. Es regnet zwar, aber es ist nicht böig oder stark windig. Wir haben keinen großen Seitenwind. Die Bahn ist zwar slippery, aber sie ist lang genug. Wir können ausrollen lassen. Erhebliche Probleme mit dem Tempo runterzukommen. Im Realen fliege ich immer sehr hoch an und dann, wenn das Tempo zu hoch wird, beim Sinkflug wird halt geslippt. Leider geht das hier in der Simulation nicht. Also muss man zu den alten Mitteln greifen, Buschpilotenmittel. Er fliegt zickzack und zwar so lange, bis er dann die richtige Position hinter der Albatros einnehmen kann. Zickzack verlängert einfach den Weg und damit die Zeit, das Tempo aus der Maschine zu bekommen. Alles klar, wir haben stabilisierten Anflug und wir kommen jetzt im Gänsemarsch oder Gänseflug kommen wir rein. Von dem Abstand bei der Landung träumen die in Frankfurt. Thank you.
Zeit, jetzt Tschüss zu sagen. Oder wie der Aachener so schön sagt, tschö, wa. Aber ich habe noch einen Anhang, einen, ich denke, sehr interessanten Anhang, meine Videos betreffend. Ein Potpourri. Lasst euch überraschen. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen bei den YouTube-Videos wieder Heindorf. Auf diesem Kanal geht es offensichtlich ums Fliegen. Fliegen in den verschiedensten Formen. Achtung bitte! Fliegen? Fliegen ist eine Krankheit. Unheilbar. Wer einmal davon befallen ist, wird es nicht wieder los. In der Hauptsache dreht es sich hier bei den Videos um Fliegen im Simulator, das heißt am PC. Manche nennen es Spiel, manche nennen es mehr. Aber es dreht sich nicht nur darum, es dreht sich auch um reale Flüge. So, unser eigentlicher Besuch hier, Lerz, ist... Es geht um Flüge, wie hier mit der P-51, mit der Viper, Archer, aber auch um Flugshowen oder ähnliches. Aber immer wieder dreht es sich um fantastische Flugzeuge in einem fantastischen Flugsimulator. Am Nordpolarkreis, einer der nördlichsten Flughäfen. Wir sind bei sehr schlechtem Wetter gestern reingekommen. When the tower has given the clearance, move on the runway. Steer with the outboard engines, not the brakes. Excessive use of the brakes on a plane as heavy as... Ganz nebenbei geht es natürlich auch um Fluggeschichte oder um die modernste Technik. Die Amerikaner waren sehr begierig, solche Maschinen in ihre Hände zu bekommen. Und Geschichten erzählen wir, wahre, aber auch erdachte. Geschichten mit Anfang und Ende, mit Start und Landung. Hey, und volles Risiko, simuliert natürlich. Zu Hause sind wir natürlich überall auf der Welt. Geflogen wird alles, was nicht schnell genug laufen kann. Und ein besonderes Augenmerk ist auf die Formationsfliegerei gerichtet. Does it? You follow. Wingtip to wingtip. He turns, you turn. In diesen Videos werden Dinge umgesetzt, die in der Wirklichkeit nicht mehr möglich sind oder auch nicht möglich sind, weil sie ganz einfach verboten sind oder zu gefährlich. Diese Videos machen Fliegen fassbar und sie zeigen auf, wie viel Spaß es machen kann, mal out of the envelope zu fliegen, so wie hier mit der Boeing durch die Schweizer Alpen oder zum Abschluss mit diesem Riesenvieh von Convair. Eine Runde in Kalifornien. Also, auf Wiedersehen bei den Videos von Dieter Heindorf. Flugvideos im FSX. Hello, Pax. Thanks for choosing and watching us. And see you again